Ich grüße euch. Heute möchte ich euch einmal zeigen, wie man mit Hilfe eines Geometerplans in Morphs eine Baukörperstudie mit den Nachbarschaftsabständen darstellen könnte. Ich lege mir ein neues unabhängiges Arbeitsblatt mit dem Namen Geometerplan an. Erstellen. Und ziehe mir einfach mal mein DXF, ist ein älteres DXF, einfach rein. Werde jetzt gefragt, welchen Maßstab, das weiß ich jetzt, platziere ich. Dann der nächste Schritt sollte sein, ich ziehe von meinem wirklichen Nullpunkt aus, mit Steuerung 0, einmal eine Linie, mit Steuerung 0 wird alles angezeigt. Geometerpläne können sehr weit weg sein, deswegen habe ich das vom Nullpunkt jetzt gemacht und ziehe mir diesen Geometerplan, Steuerung E, von hier auf den Nullpunkt. Da könnte ich jetzt auch mit dem neuen Nullpunkt-Werkzeug arbeiten. Steuerung 0. Jetzt habe ich hier meinen Nullpunkt, hier den Geometerplan. Ich bin nicht so weit vom Nullpunkt entfernt und kann diesen Plan jetzt im Erdgeschoss zum Beispiel als rechte Maustaste auf Geometerplan Transparentpause anzeigen lassen. So. Hier sieht man, Norden ist hier. Hier ist mein Grundstück. Ich halte mich jetzt nicht an diese Vorgabe dieses Hauses, das gezeichnet wurde, sondern ich mache jetzt mal Folgendes. Ich lege mir ein Morph genau auf die Grundstücksgrenzen. So. Jetzt habe ich hier so eine kleine Ecke drinnen, das stört mich aber jetzt nicht weiter. Und schließe dieses Morph. Dann wenn ich dann später das nach oben ziehe, wird mich diese Ecke hier beeinträchtigen. Das heißt, ich ziehe mir die Ecke raus. Das heißt, ich klicke hier dieses an, Kante verschieben und ziehe es einfach raus auf eine Ecke. Das ist einfach gescheiter für später. Ihr werdet dann sehen noch warum. So, dann nehme ich mir das Schnittwerkzeug und schneide mal, ich stelle mich direkt na, näher hin, da ist zu viel los. Ich stelle mich direkt drauf, fahre im rechten Winkel durch. Ich bekomme die Hilfslinie für den rechten Winkel, schaue in diese Richtung und schiebe das zurück, weil der Plan ja gedreht war, dass ich mal einen Schnitt auch durch habe. Im Grundriss schaut die ganze Sache natürlich jetzt so aus und ich kann es mit reinklicken und rausstempeln mal ordentlich höher machen. Sagen wir mal 15 Meter. So, im Schnitt kann ich jetzt relativ einfach hier meine Dreiviertel drauf von Linie zeichnen. Also wenn ich hier eine Linie in der x-Richtung 3 in der y-4 für den Nachbarabstand zeichne, Steuerung E, das verlängere, dann kann ich mir hier eine Morphlinie reinlegen, also von hier nach hier, Steuerung 3, die ich dann auch hier sehe und jetzt kann ich sehr, sehr leicht diese Kante mit größer, kleiner eben an meine Morphlinie hinziehen. Das heißt, ich habe jetzt, hier ist diese Morphlinie, im Schnitt hier genau meinen Platz, den ich zur Verfügung habe im Grundriss für mein Gebäude mit Dreiviertel Nachbarschaftsabstand für die Traufenhöhe drinnen. Steuerung HTST. Natürlich wird man dann das auf eine durchsichtige, auf ein durchsichtiges Material legen. Nimmt jetzt mal Normalglas, müsste man wahrscheinlich auf irgendwas legen, wo man dann vielleicht eigene Materialien anlegen. So, das Ganze liegt jetzt auf Baukörperstudie, Steuerung L. Das würde ich jetzt, das wäre das hier, also 0,0.
Ich sage ein, ich würde gerne, achso, den muss ich wegnehmen. 000, bauliche Ausnutzbarkeit. Bauliche Ausnutzbarkeit, okay. Und habe ich es nicht gemacht. Nochmal, Storm L. Neu. Jetzt ist es. Okay. Bauliche Ausnutzbarkeit. So, dann gehe ich wieder ins Erdgeschoss und nehme mir ein neues Morph und zeichne eben jetzt, was mich vielleicht interessiert zu bauen. Das hier wäre Garage, machen wir 3 Meter hoch. Das hier auch einmal 3 Meter und dann setze ich unter Umständen nochmal ein Morph drüber. Über die falsche. So. Steuerung L. Bauliche Ausnutzbarkeit stelle ich mir ein und sage Arbeitseinstellung aktualisieren. Okay, jetzt sieht man schon, okay, da hinten schaut was raus. Das heißt, diesen Teil, wenn es jetzt nicht eine Garage wäre, dürfte ich so nicht machen. Ich muss 2 Meter Abstand halten jetzt nach den neuen Regeln. Das heißt, ich kann jetzt ohne weiteres bei diesem Morph mal das Ganze rausnehmen bis hierhin und dann einmal 2 Meter rein. Schaut jetzt mit 3 Meter immer noch raus. Drückt das ein bisschen runter. Auf 2,50 Meter, wie es bei uns üblich ist. Das heißt, das dürfte ich dann auch so wirklich machen. Als Garage. Und die anderen 3/4 Tropfenhöhen sind alle innerhalb. Das heißt, diesen Gebäudekörper dürfte ich jetzt so machen. So, schauen wir uns einmal die Dachform noch einmal an. Ich kann ja hier ohne weiteres anklicken. Zeichnen. Genau ein Weg. Rechter Winkel. Da bin ich falsch. Achso, ich habe das schief gemacht. Okay. Ja, egal. Ich nehme den weißen Pfeil, dieses Teil, Steuerung E, ziehe es in der Z-Richtung nach oben das passt, Steuerung 3 und sehe jetzt, okay, das schaut raus, aber mit den 4s darf ich. Also das kann man durchaus auf diese Art verwenden und dann später das Gebäude innen dann mit Räumen befüllen, ähnlich wie man einen Kofferraum zum Urlaub fahren packt. Gut, mal bis hierhin und schöne Tage.